Ja, ich würde sagen, dass ich der Koch bin mit der größten Erfahrung. Man hat auch gesagt, der fliegende Koch. Weil ich einfach monatlich in die Töpfe der besten Kollegen schauen durfte. Das waren dann doch nach 10 Jahren 120 Stück. Der wahre Grund des Buches ist, dass ich einfach immer wieder in Interviews gefragt wurde, was war der Highlight, was war dein Lieblingsgericht, wer war der beste Koch, wer war der netteste, wer war der größte Arsch. Es macht mir echt Spaß, ein bisschen zu provozieren. Also für mich war zum Beispiel die Nordic Cuisine, ja, die was ja jetzt die letzten Jahre so wahnsinnig gehypt wurde und der neueste Trend und Regionalität, ja, wo ich mich sowieso frage, im Jahr 2015 soll Regionalität ein Trend sein? Was war vor tausenden von Jahren, da hat es nichts anderes gegeben wie Regionalität und jetzt soll es ein Trend sein? Auch ein Thema. Mir kommt einfach vor, dass ein Gericht für sich selbst sprechen muss und dass ich da nicht große Geschichten drum erzählen muss und den Menschen auch, also wirklich auch zum Teil Quatsch erzähle. Ja, wir hatten wirklich ein Beispiel, ja, wo ein Botura ein Lauchdörtchen gemacht hat, was im Grunde eigentlich nur ein geschmorter Lauch war. Und der uns ewig erklärt hat, wie die Süße vom Lauch perfekt mit der Säure des Weißweines. Und es muss genau der Weißwein sein. Und den Scherz haben wir uns natürlich erlaubt, einen komplett anderen, wirklich billigen Weißwein herzunehmen. Einfach nur mal zu sehen, schauen, wie weit können wir gehen. Und wir haben den Weißwein. Und er probiert und erzählt immer noch weiter und probier und schmeckst du, jetzt weißt du so, wie ich es meine oder warum genau der Weißwein. Und dann haben wir vorne die Kiste von dem billigen Weißwein rausgezogen und habe gesagt, aber jetzt hat sich ein bisschen beirren lassen, ja. Schachmatt, würde ich sagen. Ich war ja auch ein Riesenidiot. Also ich war jahrelang in meinen jungen Jahren, wo ich mit 25 auf Mallorca als Küchenchef verkoren wurde, da war ich ja der größte Affe überhaupt. Also im Nachhinein denkst du, wieso musst du so rumbrüllen und wieso musst du so aggressiv sein? Ganz klar, weil du einfach unsicher warst. Das wurde auch mit den Jahren besser und wahrscheinlich gibt es noch ein paar Mitarbeiter, die was sagen, es wurde nie besser. Also ich bin überzeugt, dass eine gute Energie in einer Küche auch ein besseres Gericht liefern kann. Ich sage immer, der Gast ist König, aber er befindet sich in unserem Schloss. Erstens sollte er Spaß mitbringen. Er soll einfach ins Restaurant reinkommen und sich wohlfühlen. Er sollte sich so fühlen wie in seinem Wohnzimmer. Aber das liegt an uns. Wenn ich nicht locker bin, ja, wenn ich mir die Krawatte zuschnür, dass ich keine Luft mehr kriege, ja, wie soll sich der Gast wohlfühlen? Ja. Also was ich nicht möchte, ist, dass mich jetzt die komplette Gastronomie hasst, ja, für das, dass ich ein Buch geschrieben habe. Also im Idealfall macht man sich Gedanken und sagt, ja, in vielen Dingen hat er recht und man wird doch ab und zu mal schmunzeln und auch vielleicht denken, dass der Trettl ein Idiot ist.